Genau. Die Irmi hat ja ein Gericht gesehen. Also wir machen heute ein Gericht mit diesem Bresso. Und da sind die Tomaten. Und mit diesen Tomaten. Ja, also im Rezept war es so, der hat also hier die da reingegeben. Na siehste. Und hat die dann hat den hier den in die Mitte reingemacht. Na ja, siehste. Na ja, gut. Wir müssen jetzt so eine Form hier nehmen, weil wir müssen ja noch Nudeln kochen. Kochen. Wir müssen noch Nudeln kochen. Und jetzt kommt erstmal noch eine Zwiebel und Knoblauch. Da haben wir frischen da. So, ne, jetzt machen wir hier noch so Zwiebeln rein. So, Blattspinat, Babyspinat haben wir nicht. Nee. Naja, wir können ja auch nicht. Wir könnten Spinat reintun, ne? Ja, aber. So, das kommt jetzt der Knoblauch. Muss hier mal ein bisschen verteilen. Ja, so hier, so. So. Knoblauch. Teilt. Ich glaube, wir müssen auch noch ein bisschen Öl, ne? Weil, weil wir das ja gewechselt haben, ist das ja weg. Ne? Ja, Mutti. Dann nehmen wir noch wieder ein bisschen Olivenöl. Kommt ein bisschen Olivia rein. So, reicht. Dann kommt Salz und Pfeffer. Salz, das bin ich heute mal das hawaiianische Blecksalz. Alle? So, ne? So, dann machen wir Pfeffer, den bunten Pfeffer. So. So, jetzt kochen wir die Nudeln. Das geht jetzt unten in den Ofen schon drin, können wir schon drin machen. Und dann sehen wir uns wieder. So, wir haben uns jetzt dazu entschieden, doch ein bisschen Spinat mit reinzubringen. Und zwar haben wir hier noch Luftspinat. Da legen wir so ein paar mit rein. Genau. Schön auf rein, drei Stern auch, so genau. So ihr Lieben, das ist jetzt unten aus dem Backofen. Backofen kannst du, glaube ich, ausmachen, ja. Jetzt kommt Käse. Wir haben hier diesen Pizzakäse herzhaft zart schmelzen. Da machen wir jetzt hier Käse rein. Jetzt kommen die Nudeln darüber. Gib mir mal hier das hier. Da kann, wenn da ein bisschen Nudelwasser mit drin kommt, ist das nicht schlimm. So, machen wir bitte weg. Und jetzt heben wir das Kochen mit. Topflappen, ist gut. Jetzt heben wir das hier alles runter. Die ist abgehauen. Ja. Ist aber gut. Mein Gefühl ist da. Ja, nee, sieht gut aus. Sieht lecker aus. Also, jetzt müssen wir das auch noch kosten zusammen. Jut, du kannst nicht so heiß essen. Nee, kann ich. Aber ich kann heiß essen. Danke. Ich koste jetzt für euch. Oh, lecker. Warte. Na, guck mal her, hier Nudel.
Oh, lecker. Oh, lecker. Ille hat Hornhaut auf der Zunge. Ja. Oh, wie die das essen kann, weiß ich nicht. Oh, schmeckt gut, Maus. Oh, lecker. Sehr, sehr lecker. Ich puste für meine Frau. Gut. Ja. Kräuter sind ja drin. Ja. Käse. Sehr lecker. Ja, ihr Lieben, das war's von uns. Schnell gemacht. Für euch. Schnelles Gericht. Viel Spaß beim Nachmachen. Guten Appetit. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Was sagen wir? Immer wieder gerne. Tschüss.